Raus aus Monaco, rein nach Monaco, rein nach Frankreich, raus aus Frankreich, rein nach Monaco, rein nach Monaco. Herrschaft, jetzt dieses Monaco, nicht? Das ist ein bisschen schwer zum Erklären, weil es ein selbstständiges Weltreich ist, oder genauer gesagt halb, nicht? Ein halb Weltreich. Und zwar liegt das an die Leute ihrer Verfassung und außerdem liegt es am Mittelmeer und, und gehört deshalb halb zu Frankreich, und die andere Hälfte gehört diesem griechischen Heizöltransporter. immer der Frage, amerikanische Präsidentenfrauen aufkauft. Ja, deshalb kann man als Tourist das Monaco auch als Fürstenwesen bezeichnen, wenn man will. Ja, aber jetzt, dass wir nicht völlig durcheinander kommen, zeige ich Ihnen mal eine Landkarte. Hier, nicht? Das ist der Stadtplan von Dortmund. Nicht? Ja. Also all das hier ist Dortmund und nur hier unten in der Ecke ist Schwerte in Sauerland. Und genauso wie diese Schwerte müssen Sie jetzt das Fürstenreich vorstellen. Nicht, das heißt nicht ganz genauso, weil Schwerte ja 25.000 Einwohner hat, nicht, und dadurch 2.500 Sauerländer größer ist wie Monaco. Nicht? Aber wenn Sie die mal wegdenken, nicht, dann zerfällt das Schwerte in drei Teile. Nicht, alles, was über der Autobahn liegt, heißt Kondamine. Und unter der Autobahn bis zur Höhe der Straße, nicht denn die Bahnlinie längs, ist Monte Carlo. Nicht, und nur das ganz kleine Stückchen, die Ecke oben links über dem Bahnhof, nicht so groß ist Monaco. Hinterrücks, von mir aus gesehen, ne, liegt das auf diesen Felsen im Mittelmeer, so gut es kann, ne, und wird regiert von ein gewisser Fürst Rainer Grimaldi. Sie selbst kennen den bestimmt aus dem Fernsehen. Da sieht er immer so aus, wie wenn sich Marlon Brando als italienischen Friseur verkleidet. Ist natürlich bei so hochadeligen Persönlichkeiten auch das Geschlechtliche immer besonders schön oder schön interessant. Und kann man sagen, dass den Rainer sein Geschlecht nicht, das reicht von diesen Felsen bis in die Tropfsteinhöhlen der Umgebung. Allerdings nur der Näheren, den Tropfstein, da kennen Sie das Prinzip, nicht, wenn Sie meinetwegen ein undichter Wasserhahn haben, nicht, denn macht er so gelbe Flecken, nicht, und zwar im Laufe der Zeit und in der Badewanne. Und wenn der Hahn jetzt so ein richtiger Dauertropfer ist, nicht, ein paar hundert Jahre lang, nicht, dann werden die Flecken immer größer und eindrucksvoller und eines Morgens, nicht, haben sie auch so wunderbare Säulen in der Badestube. Ich könnte sogar Eintritt nehmen für. Und in so eine Tropfsteinhöhle hat man nur vor tausende von Jahren die Gräten von den ersten Monaker gefunden. Nicht, der war wahrscheinlich damals gestorben, also noch zu Lebzeiten. Und deshalb hat er jetzt seine Ruhe im Museum gefunden, nicht? Zu Bildungszwecke liegt er da so rum. Ne? Hör, wie ich bei uns im Garten
nicht das neue Fundament für den Ziegenstall ausgegraben habe, bin ich auch auf so einen Knochen gestoßen. Und, oh Junge, kam gleich der Heimatpfleger von Stadtanzeiger. Ich hatte mitgenommen, überall rumgezeigt, nicht so. In der Volkshochschule, im Gesundheitsamt, nicht, aber ist geschlechtlich für mich nichts mehr rausgekommen. Nee, weil der stammte also leider nicht von einem Vorfahren, sondern mit Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit von einem Schwein. Aus einer Schwarzschlachtung von meinem Grundstücksvorgänger. Da kann sich aber der Rainer natürlich einen viel teureren Heimatpfleger leisten. Und ja, der hat das wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Skelett der fürstlichen Familie wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und deshalb sind die auch Arsch an Connu, nicht von unbekanntem Alter. Nicht, das steht in Frankreich, steht das immer auf der teuersten Schnapsflasche. Ich muss so. Ehrlich, wo so der edelste Fusel drin ist, und bedeutet, dieser Weinbrand ist schon vor so viele Jahre verschnitten worden. Ich dachte, dass sich heute kein Aas mehr daran erinnern kann. Deshalb Arsch an Connu von unbekanntem Alter. Ja, wenn man mal richtig überlegt, dann ist aber wunderbar interessant, wie die an diese Parzelle hier dran gekommen sind, der Grimaldis. Nicht etwa mit Bausparvertrag wie unser eins, sondern mit Tapferkeit vor den Feinden. Die waren wohl damals gerade eingezogen, vor 1000 Jahren, für einen Krieg gegen den Schreiner. Oder ne, nicht Schreiner, Maurer. Und haben sie wohl anständig welche von weggeputzt. Ja, wie der Kampf vorbei war, ganze Kompanie angetreten, hieß es Grimaldi, du Christ Monaco. Anstatt Orden, ne? Wie das nun genau gerechnet wurde, vielleicht pro Toter ein Hektar, ich weiß es nicht, jedenfalls konnten die aber nach dem Krieg mit ihrer Belohnung mehr anfangen wie unser eins mit dem EK2. Ja, an die schönste Stelle des Landes, nicht, haben sie ihr persönliches Eigenheim hingepflanzt. Direkt über den Sportplatz von Monaco Eintracht, oder wie der Verein da heißt. Und wenn jetzt Fußball ist, dann braucht der Fürst nicht erst so Sonntagsanzug und nach Karten anstehen, sondern kann er ganz gemütlich in Filzlatschen durch so ein Kissen über seinen Gartenzaun oder Burgmauer oder Spiele da live begucken. Nun hatten ja die Grimaldis mit den Techtmeyers immer schon eins gemeinsam, nämlich auch eine Familie mit viel Verwandtschaft. Und ist klar, dass da schon manchmal so kleine Reibereien gibt. Wie bei uns auf die Beerdigung von Tante Clara, wo dann mein Schwager auch so lange am Stänkern war, ne, bis das sein Kranz oben aufzuliegen kam. Wegen des lieben Friedens willen. Naja, so haben die sich hier auch schon mal in die Haare gekriegt. Mal hat ein Grimaldi sein Bruder so ein bisschen umgebracht. Ich hatte aber nicht lange Spaß von gehabt, weil dann ein Neffe ihn wieder über den fürstlichen Jordan geholfen hat. Und mein Schwager lebt immer noch. Aber wir haben ja schließlich auch nicht mehr diesen Arsch an Connu, dieses unbekannte Alter. Nun muss ich für Autofahrer leider noch ein sechster Sinn von mir geben. Ob Condamine, Monte Carlo oder auch Monaco selbst, das ganze Fürstenwesen ist für zum Parken überhaupt nicht empfehlenswert. Die Hauptstraßen ist alles Halteverbot, die Tiefgaragen müssen sie bis im Winter warten, da sollen da ein paar Plätze frei sein und die Nebenstraßen sind alles Treppen. Also, ob sie wollen oder nicht, als Autofahrer kommen sie hier überhaupt nicht zum Halten, sondern müssen wie so ein Irrer von Kurve zu Kurve pesen. Und das ist dann diese berüchtigte Rollei Monte Carlo.